Wir haben gehört, liebe Geschwister, dass wir alle diese Einflüsterungen erleben und dass wir alle damit umgehen. Und diejenigen, die am falschesten von uns sind, sind diejenigen, die selber diese Einflüsterung verursachen, indem sie sich mit Aqaid, mit Glaubensrichtung beschäftigen, mit Leuten der Bid'a, Leuten der Neuerung beschäftigen. Und sie haben noch nicht einmal das richtige Fundament. Sie haben nicht die richtige Aqida kennengelernt. Das darfst du nicht machen. Deine Aufgabe ist es, der richtigen Aqida zu folgen und ihr zuzuhören. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er über die 73 Gruppen gesprochen hat, liebe Geschwister, und sagte, taftariku ummati ala 73 milla, meine Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Was sagten die Sahaba? Er sagte, kulluhum fi nar illa millatan wahida. Alle sind im Höllenfeuer außer einer Gruppe. Qalu, man hier, ja Rasulallah. Wer ist sie, o Gesandter Allahs? Qala ma ana alayhi wa ashabi. Das ist die Gruppierung, auf der ich bin und meine Gefährten. Warum hat er ihnen nicht die 72 falschen Gruppen erklärt? Warum hat er ihnen nichts über die falschen Gruppierungen erklärt? Weil der Muslim beschäftigt sich mit dem Richtigen und wenn er das Richtige kennenlernt, dann weiß er automatisch, was das Falsche ist. Aber was haben wir heute? In dieser heutigen Zeit finden wir Leute, die wollen sich erstmal mit dem Falschen beschäftigen. Ja, weil er diskutiert immer mit den Leuten. Und irgendwann bekommt er eine Shubha und weil er die richtige Aqida erstmal nicht gelernt hat, weiß er auch nicht, wie er mit dieser Shubha umgeht. Er weiß es nicht. Und das ist sehr gefährlich. Daher hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dieses, wenn du diese Einflüsterung hast und du bist auf der richtigen Aqida, dann ist das der wahre Iman. Was wollte er dir damit sagen? Er wollte dir damit sagen, diese Einflüsterungen müssen kommen, aber pass auf, wie du damit umgehst. Und er sagte in einer anderen Überlieferung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, als er gehört hat, wie die Sahaba sich bei ihm beschwert haben über diese Gedanken. Er sagte, Allah ist der Größte, Allah ist am Größten, Allah ist am Größten. Alhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila alwaswasa. Alhamdulillah hat Allah die Einflüsterung vom Shaitan nur bei einer Einflüsterung belassen. Das heißt, Shaitan kann keine Macht über dich ausüben und dich zum Kufr zwingen und dich zum Übel zwingen. Es ist nur eine Einflüsterung. Es bleibt nur eine Waswasa. Deswegen ist die entscheidende Frage, wie gehe ich mit dieser Waswasa um? Und wir kehren zurück zu unserer Ausgangsfrage. Derjenige, der Gedankenzweifel bekommt, ist er automatisch ein Kafir? Nein. Solange diese Gedankenzweifel bei dir herumschwirren, wie sie auch in den Köpfen der Sahaba herumgeschwirrt haben, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Sahaba beigebracht, diese Gedanken sind da. Aber ihr wollt sie doch gar nicht zulassen. Und ihr wehrt euch dagegen. Und ihr habt Angst, dass diese Gedanken bei euch im Herzen einen Platz finden. Also seid ihr niemals Kuffar. Im Gegenteil, das ist das beste Beispiel, dass ihr Gläubige seid. Denn der Shaitan kommt nur zu dir, wenn es auch bei dir was zu holen gibt. Ansonsten, wenn du auf dem falschen Weg bist, dann lernt er von dir. Dann lernt er von dir. Und hier haben wir diesen Maßstab. Solange diese Gedanken von dir nicht gewollt sind und diese Gedanken von dir abgewehrt werden, du diese Gedanken nicht für dich akzeptierst, ist das überhaupt keine Sache, die in den Kuffer fällt. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'lam au tatakallam. Allah hat meiner Gemeinschaft, meinen Leuten, meiner Gruppe. Was verziehen? Allah hat meiner Gemeinschaft verziehen, was in ihren Gedanken herumschwirrt an Übel, solange sie es nicht, höre zu, solange sie nicht nach diesen Gedanken handeln oder es aussprechen. Es kommt Gedanke von Kufr. Shaitan sagt dir, mach das, wirf dich vor einer Götze nieder, sag dieses oder jenes, solange du das nicht machst, ist diese Einflüsterung eine Einflüsterung, die eine frohe Botschaft für dich ist. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila alwaswasa. Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah. Er dankt Allah azza wa jalla dafür. Was machen wir? Wir haben diese Einflüsterung und wir denken, dass wir vernichtet sind. Nein, a'udhu billah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich gefreut. Es ist eine Bushra für dich, dass du solche Gedanken hast. Warum? Weil dieses bedeutet, dass du ein Iman hast. Ja, sogar einen starken Iman. Und deswegen kommt der Shaitan, um etwas von dir zu holen.
Aber der andere, der fällt in den Koffer, möge Allah Azzawajal mich und euch davor bewahren, der diese Gedanken trinkt, aufsaugt und diese finden einen Platz in seinem Herzen und er ist damit zufrieden, er akzeptiert das. Dieser ist ein Kafir geworden. Allah Azzawajal sagt, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Wahrlich, die Gläubigen sind doch diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und daraufhin nicht zweifeln. Höre diese Aya. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben, daraufhin aber nicht zweifeln. Solange dieser Zweifel von dir abgewendet wird und du diesen Zweifel nicht für dich akzeptierst und du Angst hast, dass du diesen Zweifel irgendwann folgen könntest, du bist ein reiner Gläubiger. Möge Allah Azzawajal dich in den höchsten Plätzen des Paradieses bringen. Aber lasse niemals zu, dass diese Zweifel einen Platz in deinem Herzen finden, so dass du diese Zweifel akzeptierst.